Im Jahre 1348 wütete in unserem schönen und ehrwürdigen Florenz die Pest. Erlasst es mir, nach Worten zu suchen für die Anblicke des Schreckens, die sich boten, für den Verfall der Sitten und die Lockerung der Bande unter den Verwandten und Freunden, die sie im Gefolge hatte. Wir, 7 junge Damen, unter dem Schutz von 3 jungen Herren, alleingelassen, weil unsere Angehörigen verstorben oder geflüchtet waren, verließen eines Tages die Stadt, um uns auf ein Landgut zu retten. In herrlicher Umgebung und guter Gesellschaft vergaßen wir ein wenig das Grauen, dem wir entgangen waren. Wir musizierten, tanzten, sangen, spazierten, ganz nach Lust und Laune. Aber abends, wenn es kühler wurde, versammelten wir uns und jeder von uns 10 erzählte eine Novelle, 10 Tage lang. Sie waren wohl öfter lustig als traurig, wie sich denken lässt, und von welchen Begebenheiten sie auch handelten, zum Beispiel von Geistlichen, die ihr Gelübde der Keuschheit und Armut verletzt hatten. Meist war ein Thema im Hintergrund, wenn es nicht schon ausdrücklich das Thema selber war. Die Liebe und ihre Freuden. Und Messer Giovanni Boccaccio, der all diese Novellen aufgeschrieben hat und sie euch, meine schönen Damen, zärtlich und liebevoll ans Herz legte, sagte dazu: Fürwahr, nur wer die Freuden und die Macht der Liebe nicht kennt und fühlt, wer euch nicht liebt, noch wünscht, von euch geliebt zu werden, kann mich tadeln. Und wenig kümmert's mich. Nun, da sind wir nicht unter den Tadlern. Und Sie, schöne Damen und geehrte Herren, die Sie schon begierig auf unsere Novellen warten, sind auch nicht unter Ihnen. So höret denn zuerst die traurige Geschichte vom Falken, die zeigt, wozu treue Liebe fähig ist. Sie handelt von dem jungen Florentiner Adeligen Federigo, der in Liebe zur schönen Frau Giovanna entbrannt war. Er verschwendete sein ganzes Vermögen, um ihre Blicke und ihre Gunst auf sich zu ziehen, jedoch ohne jeden Erfolg. Als er arm war, musste er sich auf ein kleines Gut zurückziehen, wo sein teuerster Besitz ein Falke war, der ihm auf der Vogelbeize große Dienste leistete. Höret nun, wie Federigo durch ihn in die Lage kam, der Dame seines Herzens den Beweis seiner ungewöhnlichen Liebe zu geben. Als Federigo bis aufs Letzte heruntergekommen war, erkrankte eines Tages der Gatte Monna Giovannas und machte, da er seinen Tod herannahen fühlte, sein Testament. Darauf starb er und ließ Monna Giovanna, die er innig geliebt hatte, als Witwe zurück. Diese ging nun, wie es bei unseren Edeldamen üblich ist, mit ihrem Sohn den Sommer über auf eine ihrer Besitzungen, die ganz in der Nähe von Federigos Gütchen lag. So kam es, dass der heranwachsende Knabe sich mit Federigo anfreundete und sich mit ihm auf Vogelbeize und Jagd vergnügte. Dabei hatte er oft Gelegenheit, Federigos Falken stoßen zu sehen, der ihm so über die Maßen gefiel, dass er nichts heißer begehrte, als ihn zu besitzen. Doch wagte er nicht, Federigo um ihn zu bitten, weil er sah, wie teuer jenem sein Falke war. Bald darauf erkrankte der Jüngling zur großen Betrübnis seiner Mutter, deren Ein und Alles er war und die ihn so zärtlich liebte, wie nur eine Mutter lieben kann. Während sie die Tage mit seiner Pflege ausfüllte, versuchte sie ihn aufzuheitern und fragte ihn oft, ob es irgendetwas gäbe, was er sich wünsche. Der Jüngling sagte schließlich: »Ach, Mutter, wenn ihr es fertig berichtet, dass ich den Falken Federigos bekäme, ich glaube, dann würde ich gleich gesund.« Als die Dame diese Worte hörte, schwieg sie verwirrt und überlegte lange, was sie nun beginnen solle. Sie wusste wohl, dass Federigo sie lange Jahre geliebt, von ihr aber niemals auch nur die geringste Gunst erlangt hatte und dachte deshalb bei sich: Wie könnte ich zu ihm schicken oder gehen und ihn um den Vogel bitten, der, nach allem, was ich gehört habe, der beste Falke der Welt ist und ihm außerdem hilft, seinen Lebensunterhalt zu erwerben? Wie könnte ich so taktlos sein, einen Edelmann, dem nichts anderes mehr geblieben ist, diese letzte Freude zu rauben? Von solchen Gedanken gequält, gab sie ihrem Sohn keine Antwort, sondern schwieg, obwohl sie überzeugt war, dass sie den Falken bekäme,
sobald sie um ihn bete. Schließlich aber siegte die Liebe zu ihrem Sohn, und um ihn zu beruhigen, entschloss sie sich, niemand anders zu schicken, sondern was auch geschehen möge, selber zu gehen. Darüber freute sich der Knabe so sehr, dass sein Befinden tatsächlich noch am gleichen Tage eine Besserung zeigte. Am folgenden Morgen nahm Monna Giovanna eine andere Dame als Begleitung mit und ging, als sei sie auf einem Spaziergang nach dem kleinen Anwesen Federigos, wo sie nach ihm fragen ließ. Als er das hörte, verwunderte er sich sehr und lief ihr freudig überrascht entgegen. Sie sah ihn kommen, schritt mit fraulicher Anmut auf ihn zu und sagte, nachdem Federigo sie ehrerbietig begrüßt hatte, »Guten Morgen, Federigo. Ich bin hergekommen, um dich für jene Leiden zu entschädigen, die du meinetwegen ausgestanden hast, weil du mich mehr liebtest, als es dir gut war. Ich möchte sie dir damit vergelten, dass ich mich mit meiner Begleiterin heute Mittag bei dir zu Gast lade.« Bescheiden, erwiderte Federigo, »Madonna, ich erinnere mich nicht, dass mir je ein Leid durch euch widerfahren wäre, wohl aber so viel Gutes, dass, wenn je etwas Rechtes an mir war, ich es nur eurer Tugend und der Liebe, die ich für euch empfand, verdanke. Und ganz sicherlich ist mir euer hochherziger Besuch viel teurer, als wenn ich wieder in die Lage zurückversetzt worden wäre, ebenso viel Geld zu verschwenden, wie ich es schon einmal tat. Doch arm ist der Wirt, zu dem ihr gekommen seid.« Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, geleitete er sie schüchtern in sein Haus und führte sie von dort in den Garten. Da er sonst niemand hatte, der ihr Gesellschaft hätte leisten können, sprach er zu ihr: »Madonna, es ist niemand weiter hier als diese brave Frau, das Weib meines Arbeiters. Sie wird euch daher ein wenig Gesellschaft leisten, während ich hineingehe und das Essen richten lasse.« So groß seine Armut auch war, hatte er es bis zur Stunde durchaus nicht bitter empfunden. An diesem Vormittag jedoch fühlte er heiße Reue, weil er gar nichts fand, womit er die Dame hätte ehren können. Verzweifelt, sich und sein Schicksal verwünschend, lief er umher, als habe er den Verstand verloren, doch fand er weder Geld noch irgendetwas Versetzbares. Fremde oder seinen eigenen Arbeiter um Hilfe zu bitten, das brachte er nicht über sich. Da fiel sein Auge auf seinen guten Falken, der in dem kleinen Zimmer auf der Stange saß, und weil ihm keine Zeit mehr verblieb, weiterzusuchen, ergriff er den Vogel, fand ihn wohlgenährt und hielt ihn für würdig, der Dame als Leckerbissen vorgesetzt zu werden. Ohne lange nachzudenken, drehte er ihm den Hals um, ließ ihn schnell von seiner Magd rupfen, zurechtmachen und am Spieße sorglich braten. Dann eilte er mit heiterer Miene zu seiner Dame in den Garten, um ihr zu melden, dass das Essen, so gut es in seiner Macht stehe, angerichtet sei. Darauf erhoben sich die Dame und ihre Begleiterin und setzten sich zu Tisch. Und ohne zu wissen, was sie aßen, verspeisten sie zusammen mit Federigo, der sie aufmerksam bediente, den kostbaren Falken. Als sie von der Tafel aufgestanden und in reizvollem Gespräch noch eine Weile zusammen gewesen waren, schien es der Dame an der Zeit zu sagen, warum sie hergekommen war. Liebenswürdig wandte sie sich an Federigo und sprach: »Federigo, wenn du dich an dein früheres Leben und an meine Standhaftigkeit erinnerst, die du vielleicht irrtümlich für Härte und Grausamkeit gehalten hast, so zweifle ich nicht, dass du über meine Anmaßung sehr verwundert sein wirst, wenn du den Grund meines Besuches erfährst. Wenn du aber Kinder besäßest und wüsstest, wie stark und groß die Kraft der Liebe ist, die man für sie empfindet, so wäre ich sicher, dass du mich wenigstens zum Teil entschuldigen würdest. Die Mutterliebe zwingt mich gegen meinen Wunsch und gegen Sitte und Anstand von dir, ein Geschenk zu erbitten, von dem ich weiß, dass es dir über alles teuer ist. Dieses Geschenk ist dein Falke, nach dem mein Sohn ein so heißes Verlangen trägt, dass ich fürchten muss, wenn ich ihm den Falken nicht bringe, wird sich die Krankheit, an der er leidet, so verschlimmern, dass ich ihn verliere. Und darum bitte ich dich, nicht bei deiner Liebe zu mir, die dir keine Verpflichtung auferlegen kann, sondern bei deiner Großmut, die du in ritterlichem Anstand freigebiger als jeder andere bewiesen hast, dass du so gütig sein möchtest, mir den Falken zu schenken, damit ich später sagen kann, dass du meinem Sohn das Leben gerettet
und ihn dir für immer verpflichtet hast. Als Federigo hörte, worum die Dame ihn bat und erkannte, dass er ihrem Wunsch nicht willfahren konnte, weil er ihr den Falken zu Tisch vorgesetzt hatte, stürzten ihm in ihrer Gegenwart die Tränen aus den Augen, bevor er noch ein Wort hervorbringen konnte. Als sie seine Tränen sah, glaubte sie, dass er vor Schmerz weine, weil er seinen geliebten Falken hergeben sollte, und wollte schon hinzufügen, dass sie das Tier nicht nehmen möchte. Sie hielt sich jedoch zurück, damit Federigo ihr antworten könne. Schließlich sagte er: »Madonna, seitdem es Gott gefiel, dass meine Liebe euch gehört, hat mir das Schicksal manchen bösen Streich gespielt, der mich geschmerzt hat. Doch alles ist nichts gewesen gegenüber dem Schlag, den es mir heute versetzt. Mein Unglück hat es gewollt, dass ich euch die Gabe, um die ihr mich bittet, nicht mehr reichen kann. Als ich hörte, dass ihr in eurer Güte bei mir speisen wolltet, gedachte ich eures Adels und eurer Trefflichkeit und hielt es für angebracht, euch, so gut es mir möglich war, mit einer köstlichen Speise zu ehren, als man sie gewöhnlich anderen Personen vorsetzt. So habe ich den Falken, um den ihr mich bittet, für angemessen erachtet, dass er euch zum Mahle gereicht werde, und ich glaubte, ihn auf die beste Art verwendet zu haben. Nun aber sehe ich, dass ihr ihn auf andere Weise gewünscht hättet. Dass ich eurer Bitte nicht willfahren kann, schmerzt mich heftig. Ich glaube nicht, mich jemals darüber trösten zu können.« Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, ließ er ihr zum Beweis die Federn, die Fänge und den Schnabel des Falken vorlegen. Als die Dame das sah und hörte, tadelte sie ihn zuerst, dass er, um einem Frauenzimmer ein Mahl vorzusetzen, einen so kostbaren Falken getötet hatte. Dann aber lobte sie bei sich seine Großzügigkeit, die durch seine Armut weder verringert war, noch jemals verringert werden würde. Da ihr jedoch keine Hoffnung mehr verblieb, den Falken zu bekommen, dankte sie Federigo für seine Bewirtung und seinen guten Willen und entfernte sich niedergeschlagen, um zu ihrem Sohn zurückzukehren, der wenige Tage später, sei es aus Trauer, weil er den Falken nicht bekommen konnte, oder sei es, weil seine Krankheit ohnehin zu diesem Ende geführt hätte, zum größten Schmerz seiner Mutter, aus dem Leben schied. Nachdem sie einige Zeit in Tränen und Verbitterung verbracht hatte, wurde sie, reich und jung wie sie war, häufig von ihren Brüdern aufgefordert, sich wieder zu vermählen. Obwohl sie selber dies eigentlich nicht wünschte, erinnerte sie sich wieder und wieder gedrängt Federigos und seiner letzten großherzigen Tat, dass er ihr zu Ehren seinen kostbaren Falken geopfert hatte. Sie sprach daher zu ihren Brüdern: »Ich möchte, wenn es euch recht wäre, am liebsten nicht wieder heiraten. Wenn ihr jedoch darauf besteht, dass ich mich wieder vermähle, so werde ich sicherlich keinen anderen Mann nehmen als Federigo Delgi Alberigi.« Spöttisch erwiderten die Brüder: »Närrin, was sagst du da? Warum willst du gerade ihn haben, der nichts auf der Welt mehr sein eigen nennt?« Sie antwortete: »Meine Brüder, ich weiß wohl, dass es so ist, wie ihr sagt. Und so ziehe ich denn einen Mann ohne Reichtum dem Reichtum ohne Mann vor.« Die standhafte liebe Frau Giovannas, holde Damen und geehrte Herren, zeugt gewiss von einem großen und seltenen Glück in der Ehe. Denn bedenkt, wir Jungfrauen werden nicht gefragt, wen wir zum Manne nehmen wollen. Darum gilt das zärtliche Mitleid unseres Dichters den Frauen, die in ihre vier Wände eingesperrt und in allem dem Willen ihres Eheherrn unterworfen sind. Und so erzählen wir euch jetzt eine Novelle, in der Frau Philippa die Gesetze der Männer beschämte. In der Stadt Prato bestand einst ein Gesetz, das nicht minder tadelnswert als hart war. Nach ihm war ohne Unterschied jede Ehefrau, die von ihrem Gatten mit irgendeinem Liebhaber beim Ehebruch ertappt wurde, und jede Dirne, die sich für Geld den Männern hingab, zum Tode auf dem Scheiterhaufen zu verurteilen. Während dieses Gesetz noch in Kraft war, traf es sich, dass eine schöne Edeldame mit Namen Madonna Philippa
die verliebter war als jede andere Frau, eines Nachts in ihrem Schlafgemach von ihrem Gatten Rinaldo de Pugliesi in den Armen des Lazzarino de Guazzagliotti, eines edlen, schönen Jünglings aus unserer Vaterstadt, überrascht wurde, den sie mehr als ihr Leben liebte, wie auch er sie. Bei dieser Entdeckung wurde Rinaldo von solch heftigem Zorn gepackt, dass er es kaum über sich brachte, nicht sogleich über die beiden herzufallen und sie zu töten. Sicherlich wäre er dem Impulse seines Zornes gefolgt, hätte er nicht Ursache gehabt, um sein eigenes Leben besorgt zu sein. So enthielt er sich zwar eines sofortigen Racheaktes, war aber keineswegs gewillt, auf jene Genugtuung zu verzichten, die ihm nach den Gesetzen Pratos zustand, nämlich auf den Tod seiner Frau, den er allerdings nicht selber herbeiführen durfte. Er verklagte seine Gattin und ließ sie, so wie es Tag wurde, ohne anderen Rat einzuholen, vor Gericht fordern. Die Dame, die wie die meisten Verliebten ein unerschrockenes Herz besaß, beschloss entgegen den Ratschlägen ihrer Freunde und Verwandten vor Gericht zu erscheinen und lieber die Wahrheit zu gestehen und furchtlos den Tod zu erleiden, als feige die Flucht zu ergreifen, verbannt im Exil zu leben und sich damit ihres edlen Liebhabers unwürdig zu erweisen. Eben jenes Mannes, in dessen Armen sie die Nacht zugebracht hatte. Ehrenvoll geleitet von Damen und Herren, die ihr ohne Ausnahme zurieten, zu leugnen, erschien sie vor dem Richter und fragte ihn mit furchtloser Miene und klarer Stimme, was er von ihr zu wissen begehre. Als der Richter sie so schön und anmutig vor sich stehen sah, und aus ihren Worten ihre hochherzige Gesinnung erkannte, fühlte er sich von Mitleid mit ihr erfüllt und begann zu befürchten, dass sie etwa Dinge bekennen möchte, deretwegen er sie zur Rettung seines eigenen Ansehens verurteilen müsste. Da er nun nicht umhin konnte, sie um das, was ihr zum Vorwurf gemacht wurde, zu befragen, sagte er: Madonna, wie ihr seht, steht hier Rinaldo, euer Gatte. Er klagt euch des Ehebruches mit einem anderen Manne an und verlangt, dass ich euch einem hier bestehenden Gesetze nach dafür mit dem Tode bestrafe. Ich kann dies aber nicht, bevor ihr nicht selbst den Ehebruch eingestanden habt. Achtet darum sorgsam auf eure Antwort und sagt mir, ob es wahr ist, wessen ihr von eurem Gatten angeklagt werdet. Ohne jede Verlegenheit entgegnete die Dame in freundlichem Ton: Messere, es ist wahr, dass Rinaldo mein Gatte ist und mich heute Nacht in den Armen Lazzarinos überrascht hat, in denen ich erfüllt von grenzenloser, ehrlicher Liebe oftmals gelegen habe, was ich niemals leugnen werde. Die Gesetze sollen, ich bin sicher, dass ihr euch dessen bewusst seid, für alle gleich sein und besonders mit Zustimmung jener Menschen abgefasst werden, die sie angehen. Das trifft bei diesem Gesetz indes nicht zu, da es allein den armen Weibern zur Last fällt, die weit besser als die Männer mehreren genügen könnten. Auch wurde ganz abgesehen davon bei der Gesetzgebung keine Frau zu Rate gezogen, so dass man dies Gesetz schon aus dem Grunde mit vollem Recht unbillig nennen muss. Wenn ihr jedoch entschlossen seid, zum Schaden meines Leibes und eurer Seele diesem Gesetz zu folgen, so steht euch dieses frei. Bevor ihr aber euer Urteil sprecht, erbitte ich von euch die kleine Gnade, meinen Gatten zu fragen, ob ich nicht jedes Mal, so oft es ihm gefiel, ihm voll und ganz zu Willen gewesen bin, ohne je Nein zu sagen. Ohne eine Frage des Richters abzuwarten, gab Rinaldo zu, dass seine Frau ihm allerdings auf jedes Begehren sein volles Vergnügen zugestanden habe. Nun,
fuhr die Dame fort, wenn er stets alles, was ihm Not tat und Vergnügen bereitete, von mir erhalten hat, so frage ich euch, Herr Richter, was ich mit dem Überschuss beginnen sollte und soll, den er zurückließ. Sollte ich ihn den Hunden vorwerfen? Ist es nicht weit besser, mit diesem Überfluss, ehe ich ihn verloren gehen oder umkommen lasse, einen edlen Mann zu beglücken, der mich mehr liebt als sein Leben? Zu dieser gerichtlichen Befragung einer so bekannten und berühmten Frau waren fast alle Leute aus Prato herbeigeströmt, die, als sie diese ergötzliche Frage hörten, nach endlosem Gelächter fast einstimmig riefen, dass die Dame im Recht sei und sehr verständig gesprochen habe. So wurde noch, bevor die Leute wieder auseinandergingen, auf Anraten des Richters jenes grausame Gesetz dahin geändert, dass es fortan nur noch für jene Frauenzimmer Gültigkeit behielt, die für Geld ihrem Ehemann die Treue brachen. Rinaldo verließ voller Beschämung über seine unüberlegte Handlung den Gerichtshof, während seine Gattin, fröhlich und frei, als sei sie vom Feuertode neu erstanden, im Triumph in ihr Haus zurückkehrte. Unser Erzähler findet es ganz falsch gedacht, dass ein junges Mädchen, wenn man es in ein schwarzes Nonnenkleid steckt, darum auch aufhöre, ein Weib zu sein. Zum Beweise erzählt er die Novelle vom schlauen Massetto. Dieser Massetto hatte erfahren, dass in einem Nonnenkloster der Platz eines Gärtners frei geworden sei. Er dachte, wenn er es geschickt anstelle, müsste er an diesem Platz herrlich und in Freuden leben können. Er ging in das Kloster, gab sich als Stummer aus und trug seine Dienste an. Da die Äbtissin sicher war, dass ein Stummer ihren jungen Nonnen keine Dummheiten erzählen könne, ward er als Gärtner angenommen. Doch höret selber. Während nun Massetto einen Tag um den anderen im Garten arbeitete, begannen die Nonnen bald, ihn zu hänseln und ihm allerlei Schabernack zu spielen, wie man es oft die Leute mit Taubstummen treiben sieht. Auch sagten sie die boshaftesten Worte der Welt zu ihm, in der Annahme, er versteht sie nicht. Und die Äbtissin, die anscheinend glaubte, dass es mit seiner Männlichkeit ebenso traurig bestellt sei wie mit seiner Sprache, kümmerte sich wenig oder gar nicht darum. Eines Tages, als er sich nach harter Arbeit ein wenig ausruhte, näherten sich ihm zwei junge Nonnen, die im Garten spazieren gingen. Und da er sich schlafend stellte, begannen sie ihn zu betrachten. Die Kekste der beiden sprach: Wenn ich wüsste, dass du schweigen kannst, würde ich dir einen Gedanken verraten, der mir schon oft durch den Sinn gegangen ist und auch dir sicher gefallen würde. Die andere antwortete: Du kannst es ruhig sagen. Ich werde es bestimmt keinem Menschen erzählen. Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, fuhr nun die Kecke fort, wie streng wir gehalten werden. Kein Mann, außer dem alten Vogt und diesem taubstummen Kerl hier, wagt sich zu uns herein. Ich habe oft von den Frauen, die uns besuchten, gehört, dass alle Freuden der Welt nichts sind gegen die Lust, die Mann und Frau einander schenken. Darum habe ich mir seit langem vorgenommen, da es mit keinem anderen möglich sein wird, mit diesem Stummen hier zu probieren, ob es wirklich an dem ist. Der hier eignet sich von allen Männern am besten dafür. Denn selbst wenn er wollte, könnte und vermöchte er nie darüber zu reden. Schau, er ist ein törichter junger Esel, der länger ist als sein Verstand. Sage mir, was würdest du davon halten? O je, rief die Zweite, was sagst du da? Weißt du nicht mehr, dass wir unsere Jungfräulichkeit dem Herrgott versprochen haben? Hoch, fuhr die Erste fort, wie viele Versprechungen werden ihm nicht täglich gemacht, die niemand hält? Wenn wir es ihm auch gelobt haben,
Es wird sich schon einer oder die andere finden, die ihr Versprechen hält. Während die zweite Nonne ihr zuhörte, fühlte sie bereits ein noch weit heftigeres Verlangen als die andere, auszuprobieren, was für eine Art von Tier der Mann sei. Und sie sprach: Also gut, aber wie wollen wir's machen? Die Gefährtin antwortete: Ich glaube, dass jetzt, außer uns, alle Schwestern schlafen. Wir wollen nachschauen, ob irgendjemand im Garten ist. Finden wir niemand, so brauchen wir ihn nur an die Hand zu nehmen und ihn in die Hütte dort drüben zu führen, wo man beim Regen untersteht. Eine geht mit ihm dort hinein und die andere steht so lange vor der Tür Wache. Er ist so einfältig, dass er alles tun wird, was wir wollen. Massetto, der jedes Wort verstanden hatte, war gern bereit zu gehorchen und wartete auf nichts anderes, als von einer der beiden mitgenommen zu werden. Die Nonnen blickten sich aufmerksam im Garten um, und als sie feststellten, dass man sie von keiner Seite beobachten konnte, kam jene, die gesprochen hatte, zu Massetto und weckte ihn. Er sprang sogleich auf die Füße. Sie aber ergriff mit schmeichelnder Gebärde seine Hand und führte den einfältig lachenden Massetto in die Hütte, wo er, ohne sich lange nötigen zu lassen, alles tat, was sie von ihm begehrte. Nachdem er ihre Wünsche erfüllt hatte, überließ sie als großzügige Freundin der anderen ihren Platz. Bevor sie fortgingen, gelüstete es beiden noch mehrmals auszuprobieren, wie der Stumme sich auf die Kunst des Reitens verstehe, und sagten hinterher oft zueinander, dass dieses Spiel wirklich noch weit süßer sei, als man ihnen erzählt habe. Sie nahmen daher fortan auch jede Gelegenheit wahr, sich mit dem Stummen zu ergötzen. Dabei geschah es eines Tages, dass eine der anderen Nonnen vom Fenster ihrer Zelle aus ihr Treiben bemerkte und es zwei weiteren Mitschwestern zeigte. Anfangs hatten sie die Absicht, alles der Äbtissin zu melden, änderten aber ihren Entschluss und kamen mit den beiden dahin überein, dass sie ebenfalls Teilhaberinnen von Massettos Besitz wurden. Zu ihnen gesellten sich infolge einiger Zufälle noch nach und nach die drei letzten Nonnen. Einmal nun ging die Äbtissin, die bisher nichts von der Sache bemerkt hatte, bei großer Hitze im Garten spazieren und stieß dabei auf Massetto, der infolge seiner gar zu zahlreichen nächtlichen Reiterkunststückchen von der geringen Tagesarbeit ganz erschöpft im Schatten eines Mandelbäumchens lang ausgestreckt eingeschlafen war. Dabei hatte ihm der Wind das Hemd vorne auseinandergeweht, so dass er ganz aufgedeckt da lag. Die Äbtissin, die sich ganz allein mit ihm sah, wurde bei diesem Anblick von der gleichen Begierde gepackt, der ihre Nonnen zum Opfer gefallen waren. Sie weckte Massetto, führte ihn in ihr Gemach und hielt ihn dort mehrere Tage fest, obwohl alle Nonnen argen Lärm machten, dass der Gärtner nicht komme, um den Garten zu bearbeiten. Die Äbtissin kostete indes wieder und wieder jene süße Wonne, die sie so lange an anderen verdammt hatte. Schließlich brachte sie ihn aus ihrem Gemach in seine Kammer zurück. Doch verspürte sie gar häufig Verlangen nach ihm und forderte weit mehr als ihren Anteil von ihm. So kam es, dass Massetto bald nicht mehr imstande war, alle Nonnen zu befriedigen, und einsah, seine vorgetäuschte Stummheit würde ihm, wenn es so weiterginge, noch teuer zu stehen kommen. Darum löste er, als er wieder eine Nacht bei der Äbtissin zubrachte, sein Zungenbändchen und begann zu sprechen. Madonna, ich habe gehört, dass wohl ein Hahn für 10 Hennen ausreicht, dass aber 10 Männer nur schlecht und mit Mühe eine Frau befriedigen können. Ich aber muss hier 9 Damen befriedigen. So kann es um keinen Preis der Welt weitergehen.
Ich bin durch das, was ich bisher geleistet habe, so auf den Hund gekommen, dass ich zu keiner Arbeit mehr tauge. Darum lasst mich in Gottes Namen gehen. Oder denkt euch eine andere Regelung aus. Voller Staunen vernahm die Äbtissin die Worte des vermeintlichen Stummen und sagte: Was bedeutet das? Ich denke, du bist stumm. Madonna, entgegnete Massetto, ich war es wirklich. Aber nicht von Geburt an, sondern infolge einer Krankheit, die mir die Zunge lähmte. Und erst heute Nacht ist mir die Sprache wiedergekommen, wofür ich den Herrn preisen will, so sehr ich es vermag. Die Äbtissin glaubte alles, was er sagte, und fragte ihn sodann, wieso er 9 Frauen zu befriedigen habe. Massetto erzählte ihr die ganze Geschichte, und die Äbtissin ersah daraus, dass alle ihre Nonnen 9-mal klüger als sie selbst gewesen waren. Als verständige Frau beschloss sie, die Angelegenheit mit den Nonnen zu regeln, ohne Massetto zu entlassen, damit durch ihn nicht etwa der gute Ruf des Klosters gefährdet würde. Da gerade in diesen Tagen der Klostervogt gestorben war, fand sich sogleich eine Gelegenheit, dass alle von Ergriffenheit bewegt, offen miteinander sprachen über alles, was in letzter Zeit geschehen war. Und sie vereinbarten, zur Freude Massettos, die umwohnenden Leute glauben zu machen, dass aufgrund ihrer Gebete und der Fürsprache des Klosterheiligen dem bislang stummen Massetto die Sprache zurückgeschenkt sei. Außerdem machten sie ihn zu ihrem Klostervogt und verteilten seine weiteren Verpflichtungen derart, dass er ihrer Herr werden konnte. Als Massetto alt geworden war, kehrte er als reicher Mann und vielfacher Vater in sein Dorf zurück. Und er pflegte nun den Leuten zu versichern, dass Christus jeden, der ihm Hörner aufsetze, auf solche Weise belohne. Vielen Namen hat das süße Spiel der Liebe, und unzählige Vorwände gibt es, um sich an ihm zu ergötzen. Höret nun die Novelle von Alibech, der Berberin aus Kapsa, in der es nicht ohne Seitenhiebe abgeht auf die heiligen Redensarten. Alibech hatte die Christen von ihrem Gottesdienst erzählen hören und vernommen, dass man Gott am besten diene, wenn man, wie die frommen Männer in der nahen Wüste, allen Dingen dieser Welt entsagt hätte. Das Mädchen, das vielleicht 14 Jahre alt und noch ganz unerfahren war, machte sich am folgenden Morgen mehr von kindlicher Neugier als von frommem Verlangen getrieben, ohne einen Menschen davon zu verständigen, auf den Weg und wanderte ganz allein auf die Wüste von Tebaida zu. Als sie in der Ferne eine Hütte entdeckte, ging sie darauf zu und traf vor der Tür derselben einen frommen Einsiedler, der sehr verwundert war, sie hier zu sehen, und sie fragte, was sie hier suche. Das Mädchen antwortete, dass sie Gottes Ruf folgend hergekommen sei, um hier Gott zu dienen, und dass sie auch jemand suche, der sie darin unterweisen möchte. Der gute Mann aber fürchtete sogleich, dass er, wenn er sie bei sich behielte, durch ihre Jugend und Schönheit leicht in des Teufels Fänge geraten könne. Er lobte daher zwar ihr edles Vorhaben und reichte ihr einige Wurzeln, wilde Äpfel und Datteln sowie etwas Wasser, dann aber sagte er zu ihr, »Meine Tochter, nicht weit von hier lebt ein frommer Mann, der dich in allem, was du suchst, weit besser unterweisen kann als ich. Zu diesem Mann gehe hin«, und schickte sie fort. Sie gelangte auch bald zu dem zweiten Einsiedler, doch hörte sie von ihm dieselben Worte und wanderte darum noch tiefer in die Wüste hinein, bis sie schließlich an die Klause eines jungen Einsiedlers kam, der ein demütiger, guter Mann war und Rustico hieß. Da er sich selbst eine Probe seiner Standhaftigkeit erbringen wollte, schickte er sie nicht fort oder weiter wie die anderen, sondern behielt sie bei sich in seiner Klause. Als es Nacht wurde, bereitete er ihr auf der einen Seite der Zelle ein dürftiges Lager aus Palmwedeln und bat sie, sich darauf zur Ruhe niederzulegen. Aber als dies geschehen war,
dauerte es gar nicht lange, so begann die Versuchung, einen harten Kampf gegen die Widerstandskraft des Einsiedlers zu führen. Dieser, der sich bald von letzterer im Stich gelassen sah, wandte ihr nach wenigen Angriffen kurzerhand den Rücken und erklärte sich für besiegt. Er forschte das Mädchen vorerst mit allerlei Fragen aus und stellte fest, dass sie noch keinen Mann erkannt hatte und so unschuldig war, wie sie aussah. Darauf setzte er ihr mit vielen Worten auseinander, dass der Teufel der Feind des Herrgotts sei. Dann gab er ihr zu verstehen, dass der Dienst, der Gott am meisten wohlgefiele, kein anderer sei, als den Teufel in die Hölle zu schicken, in die der Herrgott ihn verbannt habe. Das Mädchen fragte ihn darauf, wie man das mache, und Rustico antwortete, das sollst du gleich erfahren. Tue nur alles, was du mich tun siehst. Damit begann er, seine wenigen Kleidungsstücke abzulegen, bis er nackt vor ihr stand. Das Mädchen tat es ihm nach. Dann kniete er wie zum Gebet nieder und gebot ihr, sich ihm gegenüber ebenfalls niederzuknien. In dieser Stellung wurde Rustico beim Anblick ihrer Schönheit heftiger als je von seiner Begierde gepackt und die Auferstehung des Fleisches kam sogleich über ihn. Als Ali Bech das sah, fragte sie neugierig, »Rustico, was für ein Ding sehe ich da bei dir sich vordrängen, das ich nicht besitze?« »Ach, meine Tochter«, entgegnete Rustico, »das ist ja der Teufel, von dem ich dir erzählt habe. Siehst du, gerade jetzt quält und martert er mich so sehr, dass ich es kaum ertragen kann.« Da sagte das Mädchen, »gelobt sei Gott, ich sehe, dass es mir besser geht als dir, denn ich habe keinen solchen Teufel.« Rustico sprach, »da hast du wohl recht, doch du hast die Hölle. Und ich gestehe dir, ich glaube, dass der Herrgott dich zur Rettung meiner Seele hergeschickt hat. Denn wenn du so barmherzig sein willst, zu dulden, dass ich meinen Teufel, immer wenn er mich fortan quält, in die Hölle schicken darf, so würdest du mich damit sehr trösten und dem Herrgott auf eine ihm besonders wohlgefällige Art dienen, wozu du doch hergekommen bist, wie du sagst.« Das Mädchen antwortete treuherzig, »O mein Vater, wenn ich wirklich die Hölle habe, so geschehe es, wann immer ihr es wünscht.« »Gesegnet seist du, meine Tochter«, rief Rustico, »so wollen wir ihn denn hineinschicken, damit er mich in Ruhe lasse.« Nach diesen Worten führte er das Mädchen auf eins der Lager und brachte ihr bei, wie man es anfangen müsse, um jenen Gottverdammten einzukerkern. Das Mädchen, das noch niemals den Teufel in die Hölle geschickt hatte, fühlte bei dem ersten Mal einen kleinen Schmerz und sagte darum zu Rustico, »Mein Vater, dieser Teufel muss wirklich ein böser Kerl und ein wahrer Feind unseres Herrgotts sein, denn er tut sogar, von anderem ganz zu schweigen, der Hölle weh, wenn er hineingeschickt wird.« Darauf sagte Rustico, »das wird nicht immer so bleiben, meine Tochter.« Und um zu erreichen, dass es nicht so bliebe, schickten sie auf ihrem Lager den Teufel wohl an die 6-mal und mehr in die Hölle, so dass sie ihm für diesmal seine Hoffart völlig austrieben und er willig Ruhe gab. Zwar zeigte sich diese Hoffart in der nächsten Zeit noch unzählige Male, doch das Mädchen zeigte sich stets bereit, ihm dieselbe auszutreiben. So kam es, dass sie bald großes Vergnügen an diesem Spiel zu finden begann und zu Rustico sagte, »Jetzt sehe ich ein, dass die braven Christen in Capsa die Wahrheit sprachen, wenn sie behaupteten, dass es süß sei, Gott zu dienen. Ich weiß ganz genau, dass ich noch niemals ein größeres Vergnügen gekannt habe, als den Teufel in die Hölle zu schicken. Und ich behaupte darum, dass alle Menschen, die Gott nicht dienen wollen, dumm sind.« Fortan kam sie zu diesem Zweck oftmals zu Rustico und sagte, »Mein Vater, ich bin hergekommen, um Gott zu dienen und nicht hier müßig herumzusitzen. Lasst uns den Teufel in die Hölle schicken.« Während das Mädchen nun den jungen Rustico auf solche Weise häufig ermunterte und zum Gottesdienst antrieb, zog sie ihm bald derart das Mark aus den Knochen, dass er zu frieren begann, wo jeder andere in Hitze geraten wäre. Er machte ihr darum schleunigst klar, dass der Teufel nur dann bestraft und in die Hölle gejagt werden müsse, wenn er sein Haupt verwegen erhöbe. Wir aber haben ihn, Gott sei Dank, zu gedemütigt, dass er froh ist, wenn man ihn in Frieden lässt. Damit brachte er Ali Bech eine Weile zur Ruhe. Als sie aber feststellte, dass Rustico sie gar nicht mehr aufforderte, den Teufel in die Hölle zu schicken, sagte sie eines Tages zu ihm, »Rustico, wenn dein Teufel auch gezähmt ist und dich nicht mehr quält, so lässt mich die Hölle deshalb doch nicht in Ruhe. Du tätest gut daran, mir mit deinem Teufel zur Hilfe zu eilen, um den Aufruhr in meiner Hölle niederzuschlagen.
Ebenso wie auch ich dir mit der Hölle geholfen habe, die Aufsässigkeit deines Teufels zu bekämpfen. Rustico, der nur von wilden Wurzeln und Wasser lebte, vermochte nur schlecht, dieser Aufforderung nachzukommen und antwortete, dass viele Teufel nötig seien, um eine Hölle zu bändigen. Doch wolle er alles tun, was in seinen Kräften stehe. Er stellte sie denn auch noch hin und wieder zufrieden. Doch geschah es so selten, dass es nicht mehr ausmachte, als ob man eine Bohne in den Rachen eines Löwen würfe. Worauf das Mädchen, das nun ihren Gottesdienst nicht so ausüben konnte, wie sie es wünschte, heftig zu murren begann. Während nun zwischen dem Teufel des Rustico und der Hölle Alibechs, des heftigen Verlangens und geringen Könnens wegen der Krieg, noch andauerte, brach zu Capsa eine große Feuersbrunst aus, der auch Alibechs Vater mit seinen Söhnen und der ganzen Familie zum Opfer fiel, so dass nur Alibech als Erbin seines großen Vermögens übrig blieb. Ein Jüngling namens Nerbal, der seinen Reichtum im Leichtsinn vertan hatte, hörte, dass das Mädchen noch am Leben sei. Er machte sich auf, sie zu suchen, und fand sie auch gerade noch so rechtzeitig, dass die Güter des angeblich ohne Erben verstorbenen Vaters von der Beschlagnahme durch den Hof verschont blieben. Er holte Alibech zur großen Erleichterung Rusticos und gegen ihren eigenen Willen nach Capsa zurück, wo er sie zu seiner Gattin machte und dadurch mit ihr zusammen Erbe des kostbaren Nachlasses wurde. Als Alibech dort, noch bevor sie mit Nerbal geschlafen hatte, von anderen Frauen gefragt wurde, wie man denn in der Wüste Gott dienen könne, antwortete sie, dass sie ihm damit gedient habe, den Teufel in die Hölle zu schicken. Und dass Nerbal eine große Sünde auf sich geladen habe, als er sie von diesem Gottesdienst weggeholt habe. Die Frauen fragten darauf, und wie schickt man den Teufel in die Hölle? Das Mädchen gab ihnen dies teils mit Worten, teils mit Gebärden zu verstehen, worauf die Frauen in ein so tolles Gelächter ausbrachen, dass sie bis heute noch nicht imstande gewesen sind, sich wieder zu beruhigen. Ach, schrien sie, lass es dir nicht leid sein, Kleine, das kannst du auch hier. Nerbal wird mit dir zusammen dem Herrgott noch manchen Dienst leisten. Dann aber erzählte eine diesen Spaß der anderen, so dass er bald die ganze Stadt durchlief. Und so wurde es denn zum Sprichwort, der fröhlichste Dienst, den man dem Herrgott erweisen könne, sei, den Teufel in die Hölle zu schicken. Und das Sprichwort überquerte die Meere und wird noch heute gebraucht. Lebet nun wohl, ihr lieben Damen und Herren, die ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns mit einem Wort von Messer Boccaccio. Mögen meine Novellen sein, wie sie wollen. Ob sie zum Nutzen oder Schaden gereichen, hängt wie bei allen anderen Dingen von der Beschaffenheit des Zuhörers ab.